Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Ys Origins. Und ja, in der letzten Folge haben wir Epona zum zweiten Mal besiegt und uns die Fächer hier geschnappt, oder die Route, oder wie man es auch immer, als was man es auch immer bezeichnen könnte. Diese Route ist ein Schlüssel, den wir brauchen. Um weiterzukommen. Aber dazu müssen wir uns erst einmal an eine gewisse Stelle wieder zurück, wo wir sind am Fluss. So, sind wir immer noch? Nein, sind wir nicht mehr. So, müssen wir an eine bestimmte Stelle zurückkommen. Ja, und ich habe es schon mal gesagt, aber ich sag's ja nochmal, ich mag die Musik vom dämonischen Kern. Genauso wie ich die von den Guilty Fires mochte. Eigentlich gefallen mir alle Soundtracks in dem Spiel ziemlich gut. Nur manche haben ein bisschen mehr Pep, könnte man sagen. Vor allem das Bossfight-Ziel. Ah, schon wieder verwirrt. So, alles einsammeln und dann geht's weiter. Hier holen wir uns keiner an den Kragen. Hier sind nur Schleime, die sich böse vermehren. Aber die auch schnell wegzuschlagen sind, Gott sei Dank. So. Und euch beide ignorieren, wie ich will nämlich da runterfallen aus Versehen. Ich bin lieber die hier. Weil die fallen von selber gerade runter. So. Nur das Ding da. So. Und weg ist es. Und jetzt müssen wir hier wieder zurück. Von hier kommen wir ja eigentlich. So, und dann müssen wir den Teleporter da, die Treppen da oben wieder hoch. Aber erstmal die Jungs hier loswerden. So, zwei sind schon mal weg. Und 103 ist weg. Und wir haben immer noch volles Leben. So. Hier verbraten wir mal etwas Mana. Wir haben ja genug. Wir kriegen jetzt ziemlich schnell wieder. Aber das tat weh. Eigentlich nicht. 8 Schaden ist eigentlich fast gar nichts. So. Das kriegen wir sogar schnell wieder geheilt. Und ja, da weg. So. Und ja, jetzt kommen wir mit der Route, kommen wir jetzt durch diesen Spiegel durch. Und sind in der Halle der Reflexion gelandet. Hier müssen wir den Spiegel nehmen, weil der andere führt wieder raus. So, und jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie das hier nochmal war. Die Halle der Reflexion ist nämlich ein sehr verwirrender Ort. Kann sein, dass wir ein paar Mal dieselben Gebiete abklappern müssen, weil ich mich mal wieder verlaufen habe. Ja, und hier gibt es seltsame Gegner, die eigentlich ziemlich magieresistent sind. Also resistent gegen meinen Feuerangriff,
Aber dafür kann ich sie einfach verhauen. Das Gemeine ist, sie reproduzieren sich gegenseitig. Also die blauen komischen Kristalldinger machen rote und die roten machen blaue wieder. So. Aber die kriegt man zurück ziemlich leicht tot. Gehen wir erstmal ins obere. Das obere führt wieder zurück, okay. Das obere führt einfach wieder zurück. Das ist abgehakt. Das obere. Ich glaube links, rechts geht's weiter. So gehen wir jetzt nach unten. Gegner respawn wird es nur geben, wenn wir das Gebiet verlassen würden. Also brauchen wir uns hier noch einmal durchkämpfen. Gegen diese komischen geflügelten Viecher. Und gegen diese Kristalle da. Und das, was wir sie auch immer benennen könnte, könnte auch Minkon sein. Genau. Wir produzieren sie wieder. Und ich habe dich gesehen, du unsichtbares Ding. So. Jetzt gehen wir in den Spiegel. Und der bringt uns hier hin. Die hier weghauen und da ist noch ein unsichtbarer oder sogar zwei. Sehr. So. Oh, die haben sich reproduziert hier. Habe ich einen unsichtbaren übersehen. Nichts leben lassen. So. Jetzt nehmen wir wieder den linken Spiegel. Der müsste, glaube ich, genau wieder hier hinführen. Und der rechte, der führt, glaube ich, zu einer Truhe, die wir brauchen. Gucken wir mal. Ja, der führt auf, ja genau, zu der Truhe hier. Und ich glaube, ihr seid ein bisschen magieanfälliger. Und ihr portet euch wieder mal. Die Feiglinge. Ja genau, porte ich vor meine Nase. Aber sie machen Schaden. Kommst du her? Feiges Fliegeding, so. Und in der Truhe haben wir 2000 SP. Auch gar nicht mal so schlecht. Okay, und der Spiegel führt auch wieder zum Ausgang. So, genau. Dann können wir ja jetzt hier nach rechts gehen. Hier sind auch wieder ein paar Gegner. Da ist noch so ein. Ich weiß, dass du dich unsichtbar gemacht hast. Komm, zeig dich. Okay, er hat sich doch nicht unsichtbar gemacht. Ich glaube, er ist tot, oder? Ja. Ist tot. Dann können wir jetzt in den Spiegel reingehen. Und kommen wieder auf so eine Plattform. Die ein bisschen aussieht wie die andere, aber halt spiegelverkehrt. Also bei der einen gehen die Wege ein Stück nach oben, hier gehen sie nach unten, die Wege. So. Erst einmal wählen wir den Spiegel. Der führt okay, der führt weiter. Das war schon mal im eigentlichen Sinne richtig, aber im anderen Sinne falsch. Weil ich wollte zuerst den anderen Spiegel überprüfen. Irgendwo war noch eine Truhe. Und da reproduzieren sie sich wieder. So, rot und blau sind weg. Jetzt fehlt nur dieser Flieger hier. So.
Genau, der Spiegel da oben, da geht's weiter. Und den Spiegel zurück gibt's auch noch. Aber langsam auf, müssen wir aufpassen. Genau, wenn die nämlich hier ihre Bomben schmeißen. Also erstmal die Heilengel weg oder was auch immer das darstellen soll. Ah, sehr schön heil. Aua, jetzt darf ich nicht mehr getroffen werden. Jetzt muss ich mich zurückziehen. Jetzt muss das leider sein. Weil mit 14 Leben sterbe ich sofort. Deswegen ziehe ich mich ein ganzes Stück zurück. Hierher. Und warte, bis die Heilung einsetzt. Genau, die haben wir zum Glück die mit 1000 SP geboostet. Dann geht das etwas schneller. Uff. Das hätte ich nicht gedacht, dass die so heftig geworden sind. So, das dürfte reichen. Glöckchen wieder anziehen. Zauber aufladen. So, den Engel loswerden. Und den da loswerden. So. Die waren dann noch ein Stück heftiger. Ach, und da ist noch einer von der Sorte. Aua. Kommst du her? So, jetzt bist du schon mal weg. Ihr könnt hier nicht fast gar nichts. Ihr macht 8 Schaden. Oder 11. Nein, das waren nicht alle. Da oben ist noch ein blauer. So. Genau, hier gibt es die Truhe. Ah, ein Panakea. Der kommt ja auch mal wieder wie gerufen. Wieder mehr Lebenspunkte. Okay, das geht dann nur hier einmal im Kreis. Da habe ich mich vertan, aber das war schon richtig so. Und da fällt mir gerade ein, ich hätte vorhin den Boost mal benutzen können. So. Steht noch was? Nein. Hier müsste genau Kleria Erz drin sein. Und genau da oben geht's weiter. Habe ich mir noch mal kurz zurück. Das bringt uns wieder an den Start. Weil ich habe den anderen Spiegel vergessen. Ich will gucken, ob da noch was ist. Diesen hier nämlich. Ach nee, der bringt uns wieder hierher. Genau, hier müsste es wieder zu dem Raum mit der Truhe gehen. Ja, hier haben wir die 20.000 SP gefunden. Und dann sind wir wieder hier. Gut, dann geht's hier durch den Spiegel wieder. Das war der falsche Spiegel. Jetzt bin ich selber verwirrt. Nein, geht's hier durch den Spiegel. Durch den Spiegel.
und durch den Spiegel. Dann noch hier an der Truhe vorbei zu dem Spiegel. Und dann stehen wir vor dem großen Spiegel. Aber bevor wir da durchgehen, mache ich erstmal einen Cut. Bis gleich.